Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir sind hier im Haus Gramen an der Grenze zu Wrotka. Das aus gutem Grund. Ich möchte heute mit Orsinium weitermachen. Da war Jetsi hat das letzte Mal zu sehen in Folge 667 mit der Quest im Namen des Königs Teil 5. Und jetzt haben wir schon 683. Und bevor wir damit anfangen, wir befinden uns hier ja an der Grenze in Bankorei, an der Grenze zu Wrotka und zu Himmelsrand. Und von da aus kann man sogar schon darüber gucken. Ich zeige euch das dann noch. Und ja, ich möchte euch einen ganz kurzen Rundblick durch mein Haus Gramen machen, so wie es im momentan ist. Das da hinten ist noch Baustelle, das ist bitte mal die Küche. Ja, aber der Teil, der schon fertig ist, den Jubiläumskuchen, den konnte man im letzten Event bis gestern, bis zum 14.04.2020 von der Impresaria bekommen. Da habe ich also für 3 Schriebsteine einen solchen Kuchen kriegen können und auch die Kuchen von den anderen Jubiläen. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist meine Alchemiewerkstatt. Ich hatte schon lange mal vor, eine schicke Alchemiewerkstatt zu machen. Hier ist also der Alchemietisch. Hier drüben der Verzauberertisch, weil es thematisch zusammenpasst. Dann haben wir hier die Studierecke. Ein alinorisches Regal mit jeder Menge Bücher drin. Ein paar Bücher funktionieren sogar, die habe ich da jetzt so reingelegt. Leider ist es sehr mühsam, die so reinzulegen, dass man sie lesen kann. Also wenn sie sich jetzt hochstellen würde, könnte es passieren, dass man nicht mehr lesen könnte. Dann habe ich hier drüben noch ein bisschen was gebaut. Und sobald ich noch ein paar Gegenstände finde, die zur Alchemie- und Verzaubererwerkstatt dazu passen, platziere ich die hier noch mit dazu. Dann hier eine Alchemietasche, Uhrwerksbeleuchtung, die man an- und ausschalten kann. Das hier, das ist ein Gegenstand, den man bekommen konnte vom Luxusausstatter. Das hier auch, diese Fiolen da, die habe ich also anderweitig angekauft. Aber die hier da, die konnte ich zum Beispiel herstellen. Die habe ich nur kombiniert. Das ist eine Flasche, kombiniert mit der alchemistischen Apparatur. Und ansonsten finde ich, ist das jetzt schon eine recht glaubwürdige Alchemie- und Verzaubererwerkstatt geworden. Hier drüben sind die anderen Werkbänke. Da habe ich eigentlich vor, auch ein bisschen was zu machen, Waffenständer oder so. Aber ich habe bisher keine gefunden. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Gut. Was ich euch noch zeigen möchte, bevor wir nach Wrotka gehen, ist den Garten, so wie ich ihn halt hergerichtet habe. Ihr seht es hier unten, da bei EHT, Endhousing, Housing Tool. Ich habe 253 von 400 Plätzen belegt. Das heißt, hier kann ich im Garten endlich mal ein bisschen mehr machen, als zum Beispiel in meiner Psychiker-Villa. Hier oben habe ich jetzt mal nur angedeutet eine Feuerstelle. Ich weiß nicht, was ich hier noch mache. Dann ein paar Pilze habe ich gepflanzt. Die bekommt man in Badenfell. Die Treppe hier habe ich gebaut. Und also, dass ich auch so rum darauf kann. Pflanzkästen. Hoppala. Dann den Ginkgo-Baum hier, den blühenden, den kann man kaufen bei einem Hausausstatter. Ich weiß jetzt aber nicht welchen. Und die Portale, die bringt das Modul Enhancing Housing Tool mit. Also man kann mit diesem Tool auch diese Portale bauen. Allerdings seht ihr nur ihr die, nicht andere Spieler, die das Haus betreten. Ja. Also wie ihr seht, das sind alinorische Steinbögen. Da könnte ich zum Gladbachhaus nach Schnittermark. Die Beschriftung ist extra, ja, also die Beschriftung ist eine extra Funktion. Da Gardnerhaus Steinfälle, Domus Frasticus in Kalkstein. Das geht eigentlich recht einfach. Vielleicht mache ich es mal ganz kurz mit euch. Bloß mal so auf die Schnelle, dass ihr seht, wie einfach das mit dem Ding hier eigentlich geht. Essential FX. Dann habt ihr hier die Portale, die ich schon verwendet habe, ne? Und dann hier unter Portals sind noch weitere Ziele, die sich auf eure Häuser beziehen. Ihr könnt aber auch zu Häusern von anderen Spielern, wenn ihr die Adresse entsprechend anpasst. Und jetzt machen wir mal, wie heißt denn Alinor Stadtgradhaus? Nee, das habe ich gar nicht. Wie heißt denn gleich Psychic Villa, ne? Psychic Villa heißt das Ding. Also ich denke, dass das nur Häuser sind, die ich habe. Nee, sind es nicht. Das habe ich nämlich nicht. Wo ist denn jetzt die Psychic Villa?
Da, große Psychic Villa. Das wählen wir mal aus, das Portal. Dann seht ihr hier ein neues Menü. Wir passen die Größe mal ein bisschen an. So groß muss es nicht sein. Dann die Höhe. Also ich möchte das in Bodennähe haben, ungefähr so. Und dann die Position. Ich mache das jetzt nur grob für euch, dass ihr seht, dann ein bisschen. Genau. So, das war es im Prinzip schon. Es würde schon funktionieren. Wenn ich jetzt noch so einen Bogen hätte, Jazir kann die nicht bauen, aber ich glaube, ich habe noch was Ähnliches, dann. Also nur mal so als Anregung, was ihr mit EHT machen könnt. Diese Portale sind sehr nützlich. Und ja, keine Sorge, geht gleich los. Es dauert hier nicht mehr lang. Ich muss nur noch dieses Ding hier finden. War das Hof und Garten? Das hier. Es ist nicht dasselbe wie das, was wir da drüben stehen haben. Aber wenn ich das jetzt hier einfach im Boden versenke, ich mache das jetzt hier mal nur so grob, ja. So, hoppala, das ist ein bisschen zu stark versenkt, egal. Mit Entfernen markieren und dann hier einfach Y, meinetwegen 400. Dann wird das Ding schon höher, ne, das schaut noch nicht gut aus, 500. Kommen wir der Sache schon näher. 600. Jo, das glaube ich kann man als Portal durchgehen lassen. Dann ein bisschen weiter nach hinten, dass das nicht so komisch ausschaut. Dann wieder das hier anklicken. Klick und da reinfummeln, Position. Dann muss ich es noch ein bisschen drehen. Dann darüber. Dann die Höhe anpassen. Die Breite. Also nicht schmäler, sondern breiter machen. So. Und bumm. Das war's dann schon. Gut, ist jetzt noch nicht sehr präzise. Muss ich noch ein bisschen nach hinten verschieben. Kein Problem. Dann muss ich es doch noch ein bisschen drehen. Bisschen breiter machen. Bisschen höher noch. Noch ein bisschen breiter. Noch ein bisschen nach links. Noch ein bisschen nach hinten. Und ich glaube, so kann man es lassen. So, Funktionstest. Und dann gehen wir aber wirklich dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Also ihr habt jetzt gesehen, ich hab nicht lange gebraucht, um dieses Portal daherzurichten. Die Beschriftung, die lasse ich jetzt mal. Und da geht's jetzt zur großen Psychic Villa. Also auf die Weise könnt ihr euch ein Haus zum Nexus umbauen und von diesem Nexus aus dann zu anderen Häusern verzweigen. Sehr komfortable Sache. Bisschen schade, dass das nicht für andere Spieler funktioniert, aber gut, wenigstens euch ist damit geholfen. So, das war's jetzt dann aber mit Demo. Wollte ich euch einfach mal gezeigt haben, dass sowas auch geht. Also das Enhancing Housing Tool, das ist wirklich spitze. Ich habe sogar für den EHT-Ersteller mal ein Tutorial gemacht, wie man solche Portale erstellt. Die hat er auch in seine Videoliste mit aufgenommen. Gut, also ihr habt gesehen, funktioniert. Jetzt wollen wir aber nach Brodka. Und wahrscheinlich werden wir kaum, dass wir aus dem... Ach du liebe Güte, Rückrufkosten. Ja gut, Pech gehabt. Kostet jetzt halt 1000. Einmal kann man das machen, normal mache ich das nicht, aber für euch mache ich das mal. So. Also, falls ihr das Enhancing Housing Tool habt, war das jetzt eine Anregung, wie ihr das Enhancing Housing Tool sinnvoll nutzen könnt. Also, das hat ein paar wirklich sehr sinnvolle Funktionen. Aber die Portale gefallen mir eigentlich am besten. Das ist auch bis jetzt die einzige Sache am Enhancing Housing Tool, die ich ausgiebig nutze.
Weil es ist halt so, man, es seht nur ihr. Es gibt zwar eine Funktion, mit der ihr das auch für andere Spieler sichtbar machen müsst. Hallo, ich habe schon in der ganzen Stadt nach euch gesucht. Na, also da ist er ja schon. Hallo, versteck dich nicht im Gebüsch, red mit mir. Ich hatte es ungemein schwer, euch zu finden. Ich habe die ganze Stadt abgesucht und mich dabei sogar ein, zweimal verlaufen. Ich habe allerdings eine reizende Konditorei entdeckt. Sie hatten diese wundervollen kleinen Küchlein, die so richtig lecker waren. Wer hätte gedacht, dass Orkkuchen so gut schmecken? Wollt ihr etwas Bestimmtes? Gleich zum Geschäftlichen, was? Ja. Nicht mal ein Hallo, schön euch zu sehen? Na schön, na schön. Sei's drum, Hohe Priesterin Solgra braucht unsere Hilfe. Sie möchte, dass wir dabei zusammenarbeiten. Sobald ihr kurz Zeit habt, müsst ihr bei ihr vorbeischauen. Na gut, dann hallo, hallo, schön euch zu sehen. Habt ihr eine Ahnung, was wir für die Hohe Priesterin tun sollen? Irgendwie ist sie ja schon drollig. Es ist eine Rettungsmission. Sie meinte aber, sie würde euch die Einzelheiten lieber von Angesicht zu Angesicht anvertrauen. Schließlich habt ihr ihr das Leben gerettet. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Oh, meine Retterin. Ziehen wir uns in meine Gemächer zurück, damit ich mit euch über die intimen Einzelheiten reden kann. Ich gehe und rede mit Hohepriesterin Solgra, aber ich glaube... Ganz im Ernst. Solgra möchte das auf keinen Fall an die große Glocke hängen. Sie meinte, die Situation würde Feingefühl benötigen. Sie will vor allem nicht, dass der König davon weiß. Als ich vorschlug, den König um Hilfe zu bitten, beharrte sie darauf, dass dadurch nur noch mehr Leute den Tod finden würden. Nur damit ihr es wisst. König Kurok weiß hiervon nichts. Nein, er hat keinen blassen Schimmer. Das macht es ja so aufregend. Das ist eine waschechte Geheimmission. Ich wollte schon immer mal auf eine Geheimmission gehen. Außerdem werdet ihr alles verstehen, sobald ihr mit Solgra gesprochen habt. Sie kann das alles viel besser erklären als ich. Also eine ganz geheimnisvolle geheime Geheimmission. Da bin ich doch gleich dabei. Wie seid ihr an Hohepriesterin Solgra geraten? Habt ihr mein Geschick mit dem Bogen gesehen? Nö. Solgra ist das sicher aufgefallen und sie sagte sich, das ist aber eine tüchtige Kleine. Sie schießt einen Pfeil durch einen Apfel, der auf dem Rücken eines rennenden Wamasu liegt. Ich sollte sie anwerben. Entweder das oder sie war so verzweifelt, dass sie jeden genommen hätte. Na, also mal im Ernst, sie kann wirklich gut schießen. Wir hatten ja mal mit ihr zusammen eine Mission. Ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber... Da musste sie mit dem Pfeil irgendwo hinschießen. Es war ein bisschen kompliziert, das jetzt. Geht und besucht Solgra, aber lasst euch nicht zu viel. Hallo, ich stehe hier drüben. Redet die mit der Wand, ich glaub's nicht. Und mich nennt sie unhöflich. Von wegen nicht einmal ein Hallo und so. Wo muss ich denn überhaupt hin? Sprecht mit Hohepriesterin Bla und ich bin hier. Komme ich dann auf diese Weise da auch hin, oder? Ist das eine blöde Idee? Das ist eine blöde Idee. Boah! Mein Herz, mein armes Herz. Da geht's auch nicht lang, oder? Nö, also gut. Gottele. Also da lang. Und dann auf. Geht's auch nicht drüber. Da muss ich wirklich die Brücke nehmen. Ich wollte euch mal einen alternativen Weg zeigen. Naja. Kann ich vielleicht noch. Vielleicht geht's hier hinten rum. Da soll ein Buch sein. Echt? Wo jetzt? Was ist denn das hier? Ein Pflanzkübel oder sowas. Sowas könnte ich brauchen. Ein unbepflanzter Pflanzkübel. Und ich gehe mal lieber runter, bevor ich da irgendwo zu Tode stürze. So wie der hier. Das Buch muss drin irgendwie sein. Moment, was wissen wir denn darüber? Vielleicht kriege ich das jetzt noch gar nicht. Der Tempel des Zorns. Komme ich da runter? Das gibt's doch nicht. Hallo? Was ist denn das für ein Baustil? Wer baut denn sowas? Gut, ich versuch's mal ganz vorsichtig. Ja, genau. Ich finde das auch mau. Die Katze eben. Die Katze eben hat's ganz klar verdeutlicht. Sie findet das mau, was ich hier vorhab. Und jetzt versuche ich mal, ob ich da unten auf dieses Dings da komme. Dass ich nicht so tief auf einmal stürz. Da, schau an. Nicht einmal Schaden genommen. Ha!
Das sind wahrscheinlich Bergziegengene oder so, keine Ahnung. Moment mal. Jadzia ist Rotwadonin. Also Wüstenkind, unwahrscheinliche. In der Stadt wird weiter heftig diskutiert, ob man den wieder aufgebauten Tempel, bla. Kuckuck. Danke, dass ihr meinem Ruf so schnell gefolgt seid. Besonders nach all dem, was ihr schon getan habt, um den König zu unterstützen. Hat Evili euch erzählt, dass diese Situation etwas Feingefühl erfordert? Ich könnte eure Hilfe wirklich wieder gebrauchen. Feingefühl, okay, ich bin weg. Naja, gut, versuchen wir es mal. Evili sagte etwas über eine Geheimmission. Sie neigt ja durchaus zu Übertreibungen, doch dieser Begriff trifft hier durchaus zu. Ich habe lange mit mir gerungen, bevor ich beschloss, euch beide um Unterstützung zu bitten. Letzten Endes gibt es allerdings niemanden sonst, dem ich in dieser Angelegenheit vertrauen könnte. Danke. Verratet mir, wo das Problem liegt, Hohe Priesterin Solgra. Ein Schildweib von einem der Clans hat mir einen dringenden Hilferuf geschickt. Anscheinend wurde der Häuptling des Clans als Geisel genommen. Und zwar von einer Gruppe von Fanatikern, die... Wie drücke ich das nur aus? Sie sind Mitglieder einer religiösen Sekte, die sich Trinimak verschrieben hat. Trinimak, ist er nicht derjenige, den ihr hier anbetet? Ja, doch das ist nicht dasselbe. Die Woschrak sind Trinimak-Extremisten, die die heiligen Lehren zu ihrem eigenen Vorteil auslegen. Sie gewinnen in besorgniserregendem Maße an Macht und Einfluss. Wenn sie den gefangenen Häuptling in Trinimaks Namen töten... Wird es heißen, ihr seid genauso schlimm wie die Woschrak, schon verstanden? Das wird die orkischen Traditionalisten mit einem weiteren Pfeil in ihrem Köcher versorgen. Und sie werden ihn nicht nur gegen uns einsetzen. König Kurok und die Schmiedemutter haben uns unterstützt. Das wird ihrer Sache den Todesstoß versetzen und alle gegen Trinimak und seine Anhänger wenden. Was soll ich tun? Geht zur Faerun-Festung und trefft euch mit Evili. Haltet die Woschrak auf und rettet den Häuptling, bevor es zu spät ist. Ich bitte in dieser Sache um eure Verschwiegenheit. Falls der König Wind davon bekommt, wird er eine Armee schicken, was nur zu noch mehr Tod und Zerstörung führt. Ich gehe zu Farunfest und treffe mich mit Evelie. Zwei Dinge, bevor ihr geht. Erstens solltet ihr auf dem Weg in die Festung Blutvergießen vermeiden. Solange die Woschrak sich sicher fühlen, werden sie ihren Gefangenen nicht sofort etwas antun. Zweitens weiß ich nicht mit Sicherheit, welcher Häuptling entführt wurde. Die Nachricht, die mich erreichte, war absichtlich vage gehalten. Kein Blutvergießen? Oh, ich kann es ja mal versuchen. Könnt ihr mir mehr über die Vorschlag erzählen? Nicht viel. Sie sind geheimniskrämerisch und bleiben unter sich. Sie tragen anscheinend Masken, wann immer sie sich versammeln. Und ich habe Gerüchte gehört. Man bringt sie mit Ärger im Westen in Verbindung. Diese Sekte ist verhältnismäßig neu, soweit ich das verstanden habe. Dann wäre es ja eigentlich ganz einfach, sich da einzuschleichen. Ich brauche nur ein Kostüm von denen und eine Maske. Und ja, es ist eigentlich eine dumme Idee, sich so zu kleiden, ne? Da kann sich ja jeder einschleichen mit so einem Outfit. Wie neu ist sie? Nun, sie waren noch nicht hier, als ich in Orsinium ankam. Zumindest war ich mir ihrer Existenz nicht bewusst. Natürlich kümmerten wir uns damals gerade um die Winterkinder. Alles andere wurde daher also als untergeordnete Bedrohung betrachtet. Trotzdem gibt mir ihre wachsende Dreistigkeit zu denken. Warum meint ihr, dass die Woschrak Extremisten sind? Unser Tempel führt die Leute zu Trinimak und stellt ihnen seine Lehren vor, damit sie eine freie Entscheidung treffen können. Die Woschrak andererseits rammen den Leuten Trinimaks Klinge die Kehle hinunter und befehlen ihnen, entweder zu schlucken oder zu sterben. Derlei Gewalt ist nicht Trinimaks Weg. Warum sollten die Woschrak einen Häuptling als Geisel nehmen? Wer kann schon sagen, was in solchen Extremisten vorgeht? Mir wurden ihre endgültigen Ziele nicht anvertraut. Ich würde vermuten, dass sie einen Häuptling ausschalten wollten, der Malakat verehrt, um so eine klare Botschaft zu verbreiten. Ich schätze, es hängt davon ab, welchen Häuptling sie festhalten. Und ja, gute Frage. Warum wollt ihr, dass ich ein Blutvergießen vermeide? Wäre ja eigentlich, naja. So wie beim Angriff auf den Tempel wollen wir den Geiselnehmern keinen Grund geben, überhastet zu handeln. Je länger sie nichts von unserer Anwesenheit ahnen, desto größer ist die Chance, dass wir den Häuptling finden und befreien können. Außerdem könnten sie noch mehr Geiseln haben. Naja, hat sie schon recht. Werden sie den Häuptling töten, wenn ich sie mich bemerken? Ich glaube nicht. Zumindest nicht sofort. Sie halten den Häuptling aus irgendwelchen Gründen am Leben. Ich glaube, sie wollen ein Spektakel daraus machen. Aber die Woschrak handeln immer auf völlig unvorhersehbare Weise.
Natürlich wäre es dann um alle anderen Gefangenen geschehen, die sie sonst noch haben. Also sie bringen dann die anderen Gefangenen um und zum Schluss ist nur noch der Häuptling übrig. Das heißt, ich brauche nicht mein Heiler-Outfit, sondern eher sowas. Also mittlere Rüstung wegen Schleichbonus und so, ne? Was haben wir denn dann? Wir haben dann... Okay, Lichtkristall ist vielleicht jetzt nicht das... Was habe ich denn sonst noch dabei, zufällig? Schattenriss. Sturmfaust. Donnerfaust. Das ist eine so gut wie das andere. Ja gut, lassen wir das da. Das wirkt wenigstens relativ sofort. Was habe ich hier noch? Leviathan, ja, das passt. Jede Menge kritische Waffentreffer, ne? Genau das, was wir haben wollen. Und dann noch Ring der Viper. Warum habe ich da nur vier Teile? Moment, Dolch der Viper? Leviathan? Was habe ich denn da falsch gemacht? Aus irgendeinem Grund habe ich da nur... Habe ich da keinen Bogen der Viper? Wahrscheinlich habe ich keinen Bogen der Viper bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Also haben tue ich keinen... Ja, muss halt so gehen. Oh, außer ich tue den Bogen austauschen. Ich habe sonst keine Waffe der Viper. Genau deswegen. Okay. Aber wenn ich jetzt die Waffe wechsle, dann müsste es passen. Genau, dann habe ich fünf Teile. Gut. Muss man wissen, wenn ich dann im Kampf bin, nicht, dass ich davon ausgehe, ich habe mit dem Bogen einen 5er-Skill. Wie heißt denn jetzt die Quest eigentlich? Dum-di-dum-di-dum, ja. Jetzt habe ich eine Sache ganz vergessen, die ich euch im Haus Grammen noch zeigen wollte. Naja, wenn ich in der letzten, wenn ich nach der Quest noch ein bisschen Zeit habe, dann hole ich das nach. Das ist aber dann bestimmt nicht mehr in dieser Folge. Zur Rettung eines Häuptlings. Hohepriesterin Solgra hat Evely ausgesandt, um mich für eine Art Geheimmission anzuwerben. Anscheinend geht es um eine Rettung, aber Solgra möchte mir die Einzelheiten lieber von Angesicht zu Angesicht erzählen. Hohepriesterin Solgra hat Nachricht erhalten, dass einer der Clanshäuptlinge von fanatischen Anhängern Trinimax gefangen genommen wurde, die sich die Woschrak nennen. Sie hat mich gebeten, zu Faruns Festung zu gehen, dort Evely zu treffen und einen Weg zu finden, den Häuptling zu retten. Ich habe doch Unsichtbarkeitstränke, hoffe ich, ne? 14 sind das alle? Habe ich nicht mehr? Weil... Wäre aber kein Problem... Ich bräuchte nur welche aus dem... Moment. Gehilfe. Zum Gruße. Hallo? Darf ich behilfen? Dürfte eigentlich kein Problem sein. Da, Essenz der Unsichtbarkeit. Da nehme ich nochmal 20 raus. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Seid gegrüßt. Genau, dann haben wir da wieder 34. Sehr schön. Und wo soll ich hin? Trefft Evely bei der Fahrungfestung. Ich lasse es mir mal so zeigen. Ah, da oben. Gut. Dann machen wir das. Ja, ich wollte euch noch einen Blick von Haus Grammen, von der Oberkante aus nach Wrotka gewähren lassen. Dann hättet ihr praktisch einen Blick ungefähr, ja, irgendwie so rüber. Also was man sieht, ist grün. Dann hättet ihr einen Blick darüber. Das passt jetzt irgendwie nicht ganz zusammen. Da ist es nämlich nicht grün. Das muss dann hart an der Baumgrenze sein, irgendwie. Was man da von da aus sieht.
Aber wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse und wenn nach dem Abschluss der Quest in dem Video noch ein bisschen Platz ist, hole ich das nach. Weil theoretisch könnte man nämlich von dem Haus mit dem Treppenaufgang nach Hrothgar laufen. Theoretisch. Praktisch funktioniert es nicht wegen der unsichtbaren Wand. Also, das sage ich, tue ich mal gleich mal vorab schicken. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, aber theoretisch wäre es möglich, wenn diese unsichtbare Wand nicht wäre. Rüberschauen kann man. So, mal auf die bequemere Controllersteuerung umschalten. Hoddli, 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 hoddli. Düt, 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 düt. Jo, jo. Jetzt sollte ich vielleicht mal vorsichtiger werden. Schleichen brauche ich wohl noch nicht. Ich sehe auch noch keine Wachen. Du gehörst zu einer anderen Quest, ne? Malakat, ich bete darum, dass eure Worte, die Vision, verblasst. Und dennoch kann ich euch durch den Nebel am Ende des Lebens klar erkennen. Malakat, seid ihr das? Nein. Ich sehe... Malakat hat euch zu mir geschickt, oder? Das bedeutet, seine Worte werden nicht verloren gehen. Ich bin gerade überlegen, ob das Sinn macht, zwei Quests gleichzeitig. Ich frage mal, was los ist. Sie griffen unsere Festung an. Sie schrien in Trinimax Namen nach unserem Blut. Sie kamen wegen der heiligen Worte. Das verborgene Heiligtum. Aber sie haben einen Fehler begangen. Sie haben den Blutritus falsch gedeutet, der den Weg öffnet. Was soll ich tun? Malakat hat euch geschickt, um die heiligen Worte in Sicherheit zu bringen. Findet die anderen Archivare. Nehmt von jedem einen Tropfen Blut, um den Weg zu öffnen. Ihr könnt mit mir beginnen und wisset, dass das Agra-Krun euch führen wird. Ich werde das Blut sammeln und die heiligen Worte schützen. Gut. Naja, versuchen wir es mal. Questbeschreibung nochmal. Also die eigentliche Quest ist das hier. Die machen wir auf jeden Fall. Und wenn es sich einrichten lässt, machen wir die nebenbei. Die Vosh-Rak haben die Pharun-Festung angegriffen und den Trinimax-Namen ein Gemetzel angerichtet. Eine sterbende Archivarin meinte, sie hätte ein verborgenes Heiligtum gesucht, in dem die heiligen Worte von Malakat verborgen seien. Die sterbende Archivarin hat mich gebeten, angefangen bei ihr, Blut von sämtlichen Archivaren zu nehmen, die von den Vosh-Rak getötet wurden. Ihr zufolge brauche ich das Blut, um Zugang zu jedem Heiligtum zu erhalten, das die heiligen Worte in sich birgt. Jo, aber wie gesagt, eigentlich geht's um die Rettung. Das hat primär, Was ist denn das? Waldelfenpfeil. Der Pfeil scheint im Stil der Waldelfen gefertigt zu sein. Genau wie die Pfeile, die Evelyn benutzt. Vielleicht ist das eine Art Nachricht. Mehr kann ich damit nicht machen. Okay, die sind hier feindlich offenbar. Ja, aber was soll ich jetzt damit? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt irgendwie eine Werkmarkierung. Wahrscheinlich muss ich jetzt mehreren Pfeilen folgen. Und ich traue mich wetten, dass ich die besser sehe, wenn ich schleiche. Probieren wir es aus. Ah ja, da vorne ist der nächste. Ich sehe schon. Was ist denn mit dir? Ich mach's mir leicht und nehme die Unsichtbarkeitstränke. Warum soll ich es mir unnötig schwer machen? Da brauche ich nicht kämpfen. Wir sollen ja kein Blut vergießen. Ihr habt es geschafft. Hervorragend.
Vermeidet es, Warschrack zu töten, um unnötig zu bleiben. Jawohl, gut, dann... Komm mal her, kuscheln. Ihr habt mich gefunden. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Hat euch die Spur gefallen, die ich euch hinterlassen habe? Es war leicht. Verstecken, Pfeil abschießen, weitergehen und von vorn. Und ich konnte mich die ganze Zeit verstecken. Okay, ich breche den Dialog mal ab, mache hier einen kurzen Cut und dann haben wir die Information von Evelyn nämlich in der nächsten Videoaufnahme drin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.